Oh nein, das ist so grausam. Kommt sie möglicherweise mehr nach ihrem Vater, als wir alle gedacht haben? Das ist der 19. Part meiner Okkult-Baby-Challenge und Livia ist gerade hier im Reich der Magie angekommen. Im letzten Part hat sie sich nämlich mehr mit der Zauberei beschäftigt und beschlossen, dass sie definitiv mehr über diesen Okkult herausfinden möchte, wenn sie die bösen Vampire besiegen will. Und deshalb sind wir jetzt hier und wir schauen einfach mal, wen wir hier so kennenlernen. Außerdem wird unsere Ruby heute zur Teenagerin. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussehen wird. Und außerdem machen sich dann ja auch ihre vampirischen Kräfte bemerkbar. Also es wird sehr, sehr spannend werden. Und dann schauen wir mal, wer sich hier so herumtreibt. Wer bist denn du? Henry McCormack. Der erste Magier, den sie sieht, ist tatsächlich auch der einzige, den sie kennt. Aber als sie den kennengelernt hat, sah sie natürlich noch ganz anders aus. Das heißt, wir werden ihn jetzt am besten einfach mal ignorieren und hoffen, dass wir noch irgendwo jemand anderen finden. Ist hier irgendjemand? Wer bist denn du? Rose McCormack. Gibt es nur diese magische Familie? Also das ist die Tochter von dem, den wir gerade zuvor gesehen haben und die hat sie tatsächlich auch schon kennengelernt. Aber mit der möchte ich halt eigentlich auch nicht reden. Wir ignorieren sie einfach. Irgendwen anders werden wir hier schon finden. 10 seconds later. Eigentlich wollte ich ja, dass Livia sich mit anderen Leuten unterhält, aber tatsächlich ist Rose von selbst auf Livia zugekommen und anscheinend hat sie sie auch erkannt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Rose aufgrund ihrer magischen Fähigkeiten Livia trotzdem erkennt. Sie sieht einfach durch ihre Fassade hindurch und weiß genau, dass Livia noch immer Livia ist. Und weil sie sie sowieso nicht anlügen kann, werden wir jetzt einfach mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und dann wird sie tatsächlich ihre Angst vor den Vampiren zugeben. Die Wölfe haben sich schon lange nicht mehr bei ihr gemeldet und auch sonst hat Livia kaum Unterstützung. Die beiden haben jetzt eine Stimmung bekommen, zusammengewachsen durch gute Zeiten. Ich glaube, das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Rose sie beim Kampf gegen die Vampire unterstützen wird. Schreibt mir eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Und außerdem ist Rose kreativ. Das kann natürlich auch nicht schaden. Nun sind einige Stunden vergangen. Rose und Livia haben sich noch ein wenig unterhalten und dann ist sie schließlich nach Hause gegangen. Und Livia hat nun eine viel interessantere Person kennengelernt. Maki Yamamoto. Sie unterrichtet ungezähmte Magie. Und da sich Livia sehr dafür interessiert, wird sie gleich mal fragen, wie man Magie überhaupt verwendet. Ich glaube nämlich, dass es sehr gut passen würde, wenn unsere Livia eine Hexe wird. Denn dann hätten wir in dieser Challenge beinahe alle wichtigen Okkulte durch. Livia als Hexe, Ruby als Vampir, Akira als Werwolf und dann natürlich noch Nila und Gemma als Meerjungfrauen. Mehr Okkulte wird es dann vermutlich auch nicht geben, denn ich möchte nicht noch ein Kind bekommen. Die magischen Künste zu erlernen ist ein wunderbares, aber auch gefährliches Unterfangen. Bist du wirklich bereit, den Weg der Magie einzuschlagen? Das geht mir jetzt ein wenig zu schnell. Ich hätte sehr gerne noch auf eure Meinung gewartet. Aber möglicherweise ist das ja auch ein einmaliges Angebot. Deshalb sagt Livia natürlich, ich bin seit meiner Geburt bereit. Und nun hat sie sowas wie eine Aufnahmeprüfung bekommen. Ich benötige 7 Magiepartikel, um dir das Geschenk der Magie zu überreichen. Ich habe dir die Partikelsicht verliehen, damit du Partikel finden und einsammeln kannst. Suche im Reich der Magie nach Partikeln und bring sie mir. Mach schnell, sonst läuft der Zauber ab. Okay, das ist jetzt ganz schön stressig. Livia, wir unterhalten uns jetzt mit niemandem mehr, sondern wir gehen hier raus und schauen uns jetzt einfach mal um. Ich glaube, ich habe das erste gefunden. Perfekt. Partikel einsammeln. Und Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. Und eines fehlt uns jetzt noch. Nummer 7. Das war zum Glück einfacher als gedacht. Und dann werden wir jetzt einmal die Partikel eintauschen. Oh mein Gott, unsere Livia ist einfach gleich eine Hexe. Ich bin so gespannt, wie das wird. Und ich hoffe natürlich, euch gefällt die Idee auch und dass sie mit ihren neuen Kräften die Vampire dann endgültig besiegen kann. Sie verwandelt uns gerade zur Hexe. What? Livia ist jetzt eine Magierin.
Zauberbuch von Jasmin Livia Potter. Ohne sein zuverlässiges Zauberbuch ist jeder Magier aufgeschmissen, denn darin ist von Zauberformeln über Rituale bis hin zu Elixieren sein gesamtes erworbenes Wissen aufgezeichnet. Ein Magier kann neue Zaubersprüche und Zaubertrankrezepte erlernen, indem er magische Folianten liest, mit Weisen spricht oder das Zaubern übt. Und dann gibt es 4 verschiedene Schulen der Magie, die Funktionale, die Schelmische, die Ungezähmte und die Alchemie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es ist ziemlich klar, in welche Richtung wir gehen. Wir brauchen definitiv hauptsächlich die Ungezähmte Magie. Inferno klingt schon mal nach einem tollen Zauberspruch gegen Vampire. Zischender Blitz könnte auch nützlich sein. Ruf der Geister. Können wir damit einfach Sora zu Hilfe holen? Weiß da irgendwer was von euch? Und alles andere klingt natürlich auch ganz nett. Wir können uns sogar duplizieren? Oh mein Gott. Leute, ich sag's euch, dieser Abschlusskampf wird so episch. Kann Maki uns jetzt schon was lehren? Ritual der Ablösung, bitten, ein Zaubertrankrezept beizubringen, bitten, ungezähmte Magie beizubringen. Genau das habe ich gesucht. Ich hoffe, sie möchte das auch. What? Der erste Zauber, den sie uns beigebracht hat, ist einfach Inferno. Ich möchte gleich mal irgendwas anzünden. Wie wär's mit diesem Buch? Magie Inferno. Livia, du zündest jetzt dieses Buch an. Wow! Aber das hat ein bisschen zu gut funktioniert. Livia, lösch das mal lieber, sonst stirbt unser armer Shingo Yoshida. Aber bevor wir nach Hause reisen, statten wir der Zauberallee noch einen Besuch ab. Möglicherweise finden wir ja irgendwelche nützlichen Gegenstände. Übrigens hätte ich in meinem Spiel jetzt auch einen Mod, mit dem es Einhörner gibt. Wollen wir möglicherweise, dass Livia ein Einhorn bekommt? So als magischen Begleiter? Brauchen wir einen Besen? Dieser von wilder Magie durchdrungene Besen erreicht eine extrem hohe Spitzengeschwindigkeit. Fliege schneller, höher, auf und davon. Eigentlich kann es nicht schaden, oder? Nehmen wir einfach mal einen mit. Ansonsten gibt es jetzt nicht so viel. Hier würde es noch Zaubertrankzutaten geben. Brauchen wir jetzt nicht. Und was das ist, weiß ich leider nicht. Das hat noch geschlossen. Aber jetzt müssen wir erstmal dringend nach Hause reisen. Es ist schon fast 13 Uhr. Ruby und Akira sind bald von der Schule wieder da. Und da muss Olivia dann natürlich auch zu Hause sein. Ansonsten stellen sie womöglich Fragen, die sie nicht beantworten möchte. Livia ist eigentlich unfassbar müde, aber natürlich hat sie jetzt absolut keine Zeit zu schlafen. Wir werden einfach gleich mal einen Schokokuchen zubereiten. Und während wir darauf warten, dass Ruby nach Hause kommt, wird Livia als Überraschung noch schnell die Scheune für ihre Tochter einrichten. Livia hat einfach gerade Level 10 der Kochfähigkeit erreicht. Wann ist denn das passiert? Oh mein Gott, ich bin so stolz auf dich, Livia. Aber wir werden jetzt gleich mal Geburtstagskerzen hinzufügen, denn wir feiern jetzt gleich Rubys Geburtstag. Die Kinder kamen gerade aus der Schule zurück und es ist der perfekte Zeitpunkt, denn Livia kann es natürlich gar nicht abwarten, ihrer Tochter das besondere Geburtstagsgeschenk zu zeigen. Alles Gute zum Geburtstag, Ruby! Ich kann es nicht glauben, dass sie einfach schon zur Teenagerin wird. Und wir können hier schon mal sehen, sie sieht wild aus. Ruby war und ist schon immer ein Bücherwurm. Aber was könnten wir ihr noch geben? Ich finde tatsächlich Einzelgängerin oder sozial unbeholfen würde zu ihr sehr gut passen. Einzelgängerin. Diese Sims sind glücklich, wenn sie alleine sind, erhalten keine negativen Stimmungen, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einem niedrigen Stand ist und reagieren häufiger beschämt auf soziale Zurückweisung. Sozial unbeholfen. Diese Sims tun sich bei sozialen Kontakten schwer und bauen langsamer Charisma auf. Wenn sie es jedoch schaffen, ihre Unbehaglichkeit und Nervosität zu überwinden, um enge Freundschaften zu schließen, erhalten sie starke Stimmungen. Nachdem sie die Nähe zu anderen Sims schon irgendwie gesucht hat, aber es nie funktioniert hat, würde ich ihr eher sozial unbeholfen geben. Ansonsten wäre sie ja auch nicht eifersüchtig auf ihre kleine Schwester gewesen. Und als Bestreben möchte ich ihr vorerst Meistervampirin geben. Schreibt mir eure Vorstellungen und Ideen dazu natürlich gern in die Kommentare. Aber ich bin der Meinung, dass das sehr gut zu ihr passt. Immerhin hat sie sich wie ihre Mutter schon immer sehr für das okkulte Leben interessiert und ich denke, sie möchte auf jeden Fall diese Seite von sich selbst noch besser kennenlernen. Und ich bin fertig. Hier haben wir unsere Ruby. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist.
Aber Ruby wurde zum ultimativen Emo-Girl. Abgesehen davon, dass sie ein Vampir ist und deshalb die Dunkelheit und die Farbe Schwarz sowieso liebt, ist sie ja auch noch Einzelgängerin und ein Bücherwurm. Und ich finde, deshalb passt diese Ästhetik einfach perfekt zu ihr. Und wundert euch nicht über das heiße Wetter-Outfit oder über die Badekleidung. Sie ist ja ein Vampir und in der Sonne würde sie verbrennen, deshalb habe ich mich hierbei dafür entschieden. Aber ich muss sagen, ich liebe ihren Style. Und wie wir alle wissen, ein bisschen kommt sie damit dann ja auch nach ihrer Mutter. Livia war ja auch immer sehr fasziniert von der Dunkelheit, von der Farbe Schwarz und von allem Übernatürlichen. Und da können wir natürlich nur hoffen, dass Ruby bessere Entscheidungen als ihre Mutter trifft. Falls ihr Ideen für Storylines habt, schreibt mir die natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und Livia wird jetzt gleich mal zu ihrer Tochter hingehen und wird ihr nochmal zum Geburtstag gratulieren und sagen, dass sie natürlich eine Überraschung für sie hat. Und hier in der Scheune angekommen, fragt Ruby natürlich erstmal ganz verwirrt, was ist das für eine Leiter? Seit wann haben wir hier eine Leiter? Mom, was ist überhaupt los? Und die beiden haben jetzt ein Gefühl miteinander erhalten. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ich bin so froh, dass die beiden sich endlich wieder näher kommen. Und Livia wird ihrer Tochter jetzt nur noch sagen, ich muss dringend ins Bett, aber schau dich oben in Ruhe um. Ich hoffe, es gefällt dir. Und hier oben haben wir jetzt das neue Zimmer von Ruby. Wie euch sicher auffällt, für Ruby ist es wohl ein wenig zu bunt. Aber Livia und sie standen sich in letzter Zeit ja nicht so nah. Deshalb wird sie, glaube ich, nicht so ganz wissen, was ihre Tochter jetzt mag und was nicht. Hier hat sie ihr Bett, dann hier unten einen Computer, dann einen Spiegel, natürlich ein Bücherregal. Und dann haben wir hier noch einen Kühlschrank, in dem wir irgendwann definitiv Plasma lagern müssen. Und weil ich finde, dass dieses Hobby zu Ruby sehr gut passen würde, wird sie sich jetzt an den Computer setzen und wird ein wenig Schreiben üben. Immerhin liest sie sehr viel und Menschen, die viel lesen, können vermutlich meistens auch gut schreiben. Ruby sitzt jetzt schon stundenlang am Computer und schreibt. Seltsamerweise wird sie überhaupt nicht müde. Und irgendwie merkt sie da so einen seltsamen Durst. Und deshalb beschließt sie jetzt einfach mal, eine kleine Runde durch Chestnut Ridge zu spazieren. Immerhin ist das Sonnenlicht für sie mittlerweile gefährlich und sie weiß, dass sie nur noch in der Nacht raus kann. Und während sie so vor sich hin spaziert, kommt ihr plötzlich eine Frau entgegen. Und Ruby weiß überhaupt nicht, was mit ihr los ist. Sie fühlt sich völlig überfordert. Und bevor sie überhaupt weiß, was sie tut, geht sie auf diese hilflose Frau zu und wird sie zu einem ausgiebigen Trank nötigen. Oh nein, das ist so grausam! Ruby! Vor allem dieses Lächeln auf ihrem Gesicht verunsichert mich sehr. Kommt sie möglicherweise mehr nach ihrem Vater, als wir alle gedacht haben?